Mein Verlobter hat mir hier so ein Obsttörtchen mitgebracht. Beziehungsweise uns. Und das haben wir geteilt. Und jetzt habe ich hier so ein leckeres Törtchen. Weil ich nebenbei so ein bisschen schnabuliere. Muss nur gucken, wie ich das abkriege, weil das echt mega klebt. Aber das ist so lecker. Ich habe heute nämlich noch nicht so viel gegessen. Deswegen. Juh. Bereits Hengstackerhof. gefrühst. Hallöchen, Tatzi? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Und willkommen hier in der lustigen Katzenbande. Was sind Törtchen, mein Schatz? Was sind Törtchen? Was ganz, ganz Leckeres. Frisches! Ja, ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag, ihr beiden. Recht angenehm. Ich muss zum Hengstackerhof. Tatsi, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und wir kommen hier im Irrenhaus der Katzen. Wie meine Mods so schön sagen. Du bist irgendwie, oder du hast gerade übrigens auch deine Seele verkauft. An die dunkle Seite des Katzenkorbs. Oder Katzenklos. Wie man es sehen möchte. Wir tun hier nämlich jetzt noch so ein bisschen im Breland rum. Ich habe die Hoffnung, dass wir es heute in dieses Gebiet hier schaffen. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Ich bin nicht sicher, ob wir da jemals hinkommen. Oh nein, die dunkle Seite habe ich gewählt. Oh ja. Oh ja. Ja, für die helle Seite hättest du einmal links abbiegen müssen und dann im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Dann wärst du vielleicht zur hellen Seite gekommen, aber hier bist du auch gut aufgehoben. Oh Gott, das geht schon wieder los. Achso, und wenn du das Niveau hier in dem Stream suchst, wir haben kein Niveau. Unser Niveau ist weggelaufen. Schon lange. Was wie Niveau existiert hier nicht mehr. Ich dachte, man bekommt eine Waschmaschine, wenn man das Foto wird. Nee, Waschmaschinen sind leider aus heute. Vielleicht beim nächsten Mal. Wo ist eine Hautcreme? Genau. Ich komme auch mal an. Ja! Sehr cool. Hallo, könnt ihr mir behilflich Schafft was sein? noch? Oh Gott. Noch mehr? Benno! Hallo, Benno! Konnte man hier nicht auf Pferdchen Hört kaufen? mich doch wenigstens an. Da sind die bösen Hühner. Hier ist Lissy. Lissy. Und wo ist Franz? Heinrich. Oh Gott. Wer nennt sein Pferd Heinrich und Bert? Hallo. Stallbursche. Was kann ich für euch tun? Breros. Quittung für Breros, okay. Ich dachte, ich bin der Normale hier. Nein. Nein. Ich grüße Aber euch. nein. Wie darf Tauschen. ich euch helfen? Okay. Sucht ihr einen Herbstfest Händler? Pferdetauschhändler. Ja gut, da habe ich noch nicht genug für. Ach, das kann ich hier mir auch mit den Mithril-Münzen holen. Ich könnte das einfach mit den. Das ist cool. Das ist echt cool. Was benötigt ihr? Bleibt einen Moment. Ich kann ja schon reiten, aber komm. Laden Was kann durchstöbern. ich für euch tun? Oh, egal, ich kann ja die Fettchen kaufen.
Kann ja mal so einen günstigen Ackergaul kaufen. Hallo, Hybrid. Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Was kann ich für euch tun? Hilfe. Warum habe ich die Scheiße noch mit reingenommen? Ich weiß es selber nicht mehr. Juhu. Ich hab ein paar Pferdchen. Können wir auch noch die anderen holen, ne? Ich grüße euch. Wunderschönen guten Morgen in die Runde gewünscht. Dir ebenfalls. Wobei für morgen ist es etwas... etwas spät. Würde ich sagen. Etwas. Müsst die Aufgabe Buch 15 Kapitel 12 die letzte Aufgabe erledigt haben. Ah, okay. So, dann habe ich erstmal ein paar Pferdchen. Ich werde sie eh nicht reiten, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Es geht einfach nur ums Prinzip. Nach da hinten muss ich. Hallo, Herr Stellbursche. Was kann ich für euch tun? Er schreit irgendwas. Bis auf einem von Eogas Rotbraun. Achso, okay. Nein? Nee, hier. Also lieber wohl. Meinen die diese Tore? Ja, oder? Naja, muss ich gleich nochmal nur machen. Ja. Bis auf einem von Eogas Rotbraunen auf und reitet zum ersten Tor. Das ist aber nicht das... das Ding, ne? Wohl wahrscheinlich erst von diesem Pferdchen. Das funktioniert ja nicht. Blutbrauner. Blutbraun. Also auf die Pferdchen, hier kann ich mich nicht draufsetzen. Dann muss ich dann wirklich eins von denen, die ich da geholt habe. Ja, was rot-braun auf und reitet zum ersten Tor. Das erste Tor? Das da. Hau ab, Fliege. Ah! Okay. Das ist das erste Tor gewesen. Gut zu wissen. Wir haben's! Bin mir nur nicht sicher, ob ich es innerhalb von 15 Sekunden noch hinkriege. Aber wir sind so bis jetzt ein bisschen schlauer. Ja, das müssen wir gleich nochmal neu machen.
Texte. Siebte. Nee, in der Zeit schaffen wir es leider nicht mehr. Ich war zu blöd, das Tor zu finden. Passiert. Würde ich sagen. So. Dann einmal zurück. Die Zeit ist abgelaufen. Und vor allem, man wird dann einfach so eiskalt vom Pferd geworfen. So eiskalt einfach vom Pferd runter. So, jetzt aber richtig. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Mhm. So. Diesmal schaffen wir es, hoffe ich. Aber in 2 Minuten 30 sollte das aber jetzt machbar sein. Wobei der Ackergo hier echt langsam ist. Darf nirgendwo hängen bleiben. Nirgends. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Siebte. Ich muss ja gestehen, hier hinten war ich noch gar nicht so oft. Ich glaube nicht mal mit Kaya war ich hier hinten. Nur hier auf dem Hof, um ihnen das Reiten da zu machen. Damit er sein Pferdchen da kriegt. Ich glaube sonst. Sonst war ich hier hinten noch nicht. Oh, da hier ist ein Pferd, will sich hier die Beine brechen. Ja. Komm schon. Und das Tor. Danke. Na komm schon, das sind noch 2 Tore. Oder 3. Und? Okay, 2 noch. Aber wir knapp, ne? So. Ah, und mit ihm sprechen, bevor die Zeit abläuft. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Hm. Nochmal? Vergiss es. Vergiss es einfach. Okay, warte, ich esse erstmal. Eigentlich ist es sowieso unsinnig. Ich kann ja eigentlich schon reiten, ne? Hm.
So. Mach ich die Scheiße jetzt nochmal? Jetzi! Ah. Ja, ich hatte das nur wegen Oma mit runtergenommen. Okay. Viel Erfolg. Danke! Ach komm, wir machen den Scheiß nochmal. Kann ich den einmal abbrechen? Abbrechen und wieder annehmen? Geht das? Jupp. Ah, okay. Neuer Versuch erst in ein paar Minuten. Okay. Yes. Da bin ich verschont geblieben von. Das ist Hügelgrab, Hügelgrab, Hügelgrab. 14 verleihen. Okay. So. Also, einmal in die Ecke da hinten. Well. So, da bin ich wieder. Ich musste erstmal meine Tante begrüßen, die heute und vor zu Besuch kam. Ah, ja, alles gut, alles gut. Hybrid, wir laufen nicht weg. So, wo ist die Kanaille? Da hinten. Hallo, Otwa. Dies ist eine Beleidigung. Tori Zalle. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr mir zuhört? Ich rufe ihn nach etwas Bündel. Okay. Und wen renne ich euch hinterher? Da brauchst du dich Gott sei Dank nicht großartig anstrengen. Ich laufe sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Unterede, warte mal. Exonat. So. Da schieben wir uns da mal so ein bisschen was. Hallo, ihr süßen Kleinen. Ich weiß nicht, ob ich euch brauche, aber... Gehen wir trotzdem mal um, ne? Passt. Jupp. Ah, hier ist das Bündel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. My little pony, my little pony. Ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwann so ein pinkes Pferdchen durchläuft. Das ist unerhört. Ja, ist so gut. Bart, bin ich euch nicht mal eine Minute eurer Zeit wert? Weißt du, ich erledige hier für ihn seine scheiß Aufträge und er meckert, dass wir keine Zeit für ihn haben. Ist das ein scheiß Ernst? Und etwas Notizen zu ihm zurück. Natürlich, wie abgestürzt beim Port nach Bruchteil. Oh, Kacke. Ja, ich musste ja vorhin auch einmal neu starten. Weil ich mich mal wieder nicht bewegen konnte. Und es nach 10 Minuten dann immer noch nichts ging. Ist auch immer wieder sehr schön. Ich freue mich immer, wenn das passiert. Wobei jetzt, toi toi toi, seit, ich glaube, nach Stunde. Ja, seit einer Stunde... Darf ich mich wieder frei bewegen, ohne dass was dazwischen kam? Ich hoffe, es bleibt so. Weil ich hasse es, wenn das Spiel das tut.
Da muss man nur einloggen. Ja, manchmal hat man ja Glück und es geht dann wieder. Aber zurzeit ist das echt nicht schön. Da muss ich mich dann auch öfters mal wieder neu einloggen. Habt ihr das, was ich brauche? Ja, eventuell. Hier hinten war ich noch nie. Ich glaube, die Quest habe ich auch noch nie gemacht. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Das ging schnell. Okay, die Mitglieds haben wir. Können wir gleich nach da hinten reiten. Am Freitag habe ich mir ja zu Herr der Ringe, also zu Lotro, wo ich dann die Bezwingertaten im Auenland gemacht hatte, habe ich mir tatsächlich das Hörbuch mal wieder angehört. Was es vom, ich glaube, WDR und SWR damals gab. Ich glaube, mit Rufus Beck müsste da, glaube ich, mitgesprochen haben. Ich weiß nicht. Oh. Habe ich als Kind halt sehr, 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 sehr oft gehört. Und das gab es Gott sei Dank auch bei Audible, sodass ich mir das dann vor ein paar Jahren mal geholt habe. Und das habe ich mir dann auch wieder angehört. Oh. Darf ich mich. Darf ich mich bewegen, ohne zurückgesetzt zu werden? Ich stehe in einer unendlichen Schleife. Da darf ich mich bewegen. Das ist gut. Hier wieder nicht. Spiel, du machst es mir heute nicht einfach. Ich glaube, Lotro hasst mich heute. Okay, na, da darf ich mich bewegen. Ich darf aber nicht nach links gehen. So. Darf ich? Danke. Sehr schön. Okay, da geht's wieder nicht. Da auch wieder nicht. Nett. Relog. Vielleicht geht's dann wieder. Also Lotro macht mich fertig zurzeit. Stell mir vor, solche Lags gibt's auch im echten Leben, wenn alle ständig zurückgesetzt werden. Oh Gott. Du läufst eine ewig lange Treppe hinauf und plötzlich wirst du wieder an andere Ende der Treppe zurückgesetzt und darfst den ganzen Weg nochmal laufen. Geil! Der Weg ins 10. Stockwerk wird ewig gehen. Oh, nee. Nee, wirklich nicht. Ja, ich würde mich gerne einloggen, danke. Habe ich Zeit, mein Törtchen hier zu essen, ne? Gerade die Rolltreppe hoch und wieder runter. Oder so, du freust dich, dass du oben angekommen bist und plötzlich wirst du wieder nach unten gesetzt. So, geil. Da kommt Freude auf. Nicht erschrecken, ja, ich habe sehr viele Schafs. Das hier ist übrigens mein anderer Streaming-Char, wenn er mal angeklickt wird. Meine Jägerin. Mein Privatschar ist hier. Mit dem wunderbaren Hut. Ich habe sehr, sehr viele Schars. Ja, ich habe ein Problem. Nein, da hilft nichts mehr. Bei mir ist jegliche Hilfe verloren. Hoffnungslos verloren. Könnt ihr meine Mods fragen? Die wissen, wie verloren ich bin. So. Ich hoffe, ich darf jetzt zu meinem Zielort, ohne dass ich zurückgesetzt werde.
freue mich erstmal noch nicht zu früh, ne? So, Meister Petz lässt mich wieder in Ruhe. Und da kommt der nächste Meister Petz. Was ist das eigentlich für eine Ruine? Brauche ich euch? Nein. Ich bin schon weg. Yep, bin schon weg. Gatzburs. Netter Name. Das ist schön. Das ist echt eine schöne Gegend hier. Nee, hier war ich, glaube ich, nicht. Ist mir hier sichtlich unbekannt. Aber das Silber nehmen wir einmal mit. Ich bin ja ein riesiger Fan von Wasserfällen. Ich liebe Wasserfälle. In echt wie auch in Videospielen. Ich liebe sie einfach. Oder Berge. Berge sind toll. Verleiten immer dazu, da irgendwo runterzuspringen. Frage mich jetzt gerade, wo der Schatten hierzu herkommt. Macht gar keinen Sinn, der Schatten. Autsch. Ich bin sowieso mal gespannt, wann wir aus dem Breland raus sind. Also eigentlich war es mein Plan, dass ich heute aus dem Breland rauskomme, aber ich glaube, das wird nichts. Was benötigt ihr? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Könnte ich einen Augenblick Jagdauftrag. Mit euch sprechen? Jagdauftrag. Ja komm, einmal kann man diesen Jagdauftrag ja machen. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Aber auch wirklich nur einmal. Bleibt einen Moment. Schlammkröte. Schlammkrötenpanzer. Verdickte Bärenfälle und Keilerhauer. Okay, also ich nehme an, ich brauche euch. Ah, nee. Schildkröten, ne? Nicht Schlammkröten. Ich töte dich trotzdem. Die arme Kröte. Der ist eine Schildkröte. Hallo, Schildi. Oh Gott, bist du süß. Nur die Augen machen mir so ein bisschen Angst. Gott, niedliches kleines Dingetchen. Die muss ich töten? Mir jetzt schon leid. Rhabarberstängel. Noch mehr. Rhabarberstängel. Bifras. So, von was brauche ich denn noch? Uns. Superkörper. Sicher fliegen und spinnen. Uah. Also brauche ich erstmal noch keine Bezwingertaten.
Hochwertiges Eisen. Darf ich das abbauen? Ja, ich darf es abbauen. Weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, wo diese Schildkröten sein sollen. Ich habe eine Schildkröte entdeckt. Eine. Ah, zwei. Ich glaube, das kann dauern. Schildis. Ich habe so das Gefühl, die Schildkröten haben Angst vor mir. Das sind die Kribbelmücken. Das ist eine Schlammkröte. Auch eine Schlammkröte. Das sind Mücken. Diese scheiß Viecher. Da ist einer. Vier von 15. Ein Kohlkopf. Den kann ich auch gebrauchen. Und hochwertiges Eisen. Wer hier die Schildkröte gepackt hat, der liebt Suchspiele. Jetzt stelle man sich mal vor, das Gebiet wäre fast überrannt. Gott sei Dank ist das eines der Anfangsgebiete. So, dass hier nicht allzu viel los ist. Das ist die Wahrscheinlichkeit, so eine Schildkröte zu finden, wahrscheinlich gleich null. Da ist noch einer. Und Erdbeeren. Ich sehe schon kommen. Inventar ist gleich wieder voll. Ebenzweige. Sind hier oben überhaupt noch welche? Ja. Schon Abschildkröten. Aber ein gutes hat es. Wir finden hier hochwertiges Eisen. Ich glaube, das brauchen wir für den Experten. Warte mal. Nee, Experte ist Goldbarren. Hochwertiges Eisenerz. Immer her damit. Das ist Schildkröte. Hallo Schildi. Ein Klappe, aber ich dengel.
Alter, eine Schildkröte schreddet mich so weit weg. Das muss eine sehr, sehr starke Schildkröte sein. Auf den Inseln könnte halt auch noch was sein, ne? Ich würde jetzt ungern hin. Da ist auch noch einer. Wieder ein Kugelkopf. Was mich jetzt echt mega interessieren würde, ist, wo kriege ich Zwiebeln her? Außer aus dem Aktionshaus. Aktionshaus. Weil das Einzige, was ich finde, sind Frühlingszwiebeln.